Hallo zum Keyboard-Lehrvideo Voyage, was euch auch gleich den Titel des heutigen Songs verrät. Diesen berühmten 80er Pop-Hit der Gruppe Desireless, einem wirklich tollen Song für Keyboard, der aber für OK Level 4 eigentlich etwas zu einfach ist. Weswegen wir ihn dennoch hier in Level 4 reingepackt haben, das liegt am etwas anspruchsvolleren Zusatzthema Harmonielehre in Moll, was ihr danach in diesem angenehm einfachen Song dann anwenden dürft. Ihr seht jetzt auf diesem Blatt, dass vieles sehr ähnlich zum Blatt Harmonielehre in Dur aus dem anderen Video ist, wie zum Beispiel der Stadtton der Tonleiter. Auch hier haben wir, zur besseren Assoziation, eine C-Tonleiter genommen. Nur diesmal eben die C-Moll-Tonleiter, was auch erklärt, weshalb wir nun über schwarze Tasten gehen müssen, wenn wir die Tonleiter aufwärts spielen. Denn C-Moll hat als Tonart und Tonleiter ja drei Erniedrigungen. Nämlich B, S und As. Das ist auf diesem Blatt Harmonielehre in Moll schon mal ein grober Unterschied zum anderen Blatt Harmonielehre in Dur aus dem anderen Video. Und auch, dass diesmal schon der zweite Stufenakkord das schwarze Schaf der Familie ist, nämlich der unbrauchbare Dim-Akkord. Das war ja bei Dur-Tonarten erst der siebte Stufenakkord. Frage 6. Wie lautet die Subdominant-Parallele? Ja? Ihr müsst also wieder 3 hochzählen von der Subdominanten aus. Subdominante ist G-Moll, 3 hoch, zack, wer weiß es, der Valentin. Und er sagt, das ist dann natürlich B-Dur, korrekt. Gut, letzte Frage 7. Nun bekommt ihr noch die Aufgabe, das neu erworbene theoretische Wissen beim heutigen Song Voyage Voyage auch direkt anzuwenden. Im folgenden Leadsheet-Aufgabenblatt fehlen im Song noch sämtliche Akkorde. Dafür werden jedoch die Funktionen, also zum Beispiel Tonika oder Dominantparallele und so weiter, abgekürzt angegeben. Genauso wie es auch im Übersichtsblatt zuvor, Harmonielehre in Moll, gezeigt wurde. Ihr sollt nun die fehlenden Akkorde in die Kästchen eintragen. Tja, einen ganz, ganz wichtigen Hinweis bekommt ihr.